Herzlich willkommen, hier ist User Paul mit dem Thema Brick. In diesem Video möchte ich Brick vorstellen. Brick ist eine Sammlung von UI-Komponenten für moderne Web-Apps, geschaffen von Mozilla. Das in Version 1 frei verfügbare Brick enthält maßgeschneiderte HTML-Tags, die durch die kleine JavaScript-Bibliothek Xtag erstellt wurden. Die Quellcode-Dateien findet man bei github.com und sie stehen unter der Apache-Lizenz. Damit Brick in vielen Webseiten zum Einsatz kommen kann, was in einigen Fällen bedeutet, dass man sich eine Menge Zeit erspart, lädt man sich Brick herunter mittels Git-Clone, kann man die Dateien klonen oder per ZIP-Datei. Und genau das mache ich jetzt. Einfach ZIP-Datei anklicken, dann öffnen mit Archivmanager, dann das Verzeichnis brick-master, entpacken, erstmal ins Home-Verzeichnis, entpacken, dann Archivmanager wieder schließen. Und jetzt befindet sich in meinem Home-Verzeichnis noch das Verzeichnis brick-master, in das ich jetzt wechsle mittels Kommando CD Leerzeichen brick-master. Und diese Dateien gibt es dort, beziehungsweise Verzeichnisse. Gebraucht wird eigentlich nur das Verzeichnis dist. Das kopiere ich ins Webserver-Verzeichnis mittels Kommando sudo, Leerzeichen, cp, also kopieren, minus r, dist. Und der Zielordner heißt schrägstrich var, schrägstrich www. Enter. Und dann gibt es hier den Ordner dist noch zusätzlich. Interessant sind eigentlich nur die Dateien brick.css und brick.js für die HTML-Dateien. Außerdem gibt es hier gleich noch die Datei index.html. Die kann man editieren, zum Beispiel mit einem Texteditor seiner Wahl. Und genau das habe ich gemacht. Es wird eigentlich nur die CSS-Datei eingebunden, die sich in dem Verzeichnis dist befindet, beziehungsweise die JavaScript-Datei brick.js wird ebenfalls eingebunden, die sich auch in dem gleichen Verzeichnis befindet. Dann sollte JavaScript-Code zum Einsatz kommen, dann sollte es zwischen diesen Zeilen zum Einsatz kommen. Denn das bedeutet oder das bewirkt, dass erst alle Komponenten geladen werden. Dann werden die JavaScript-Zeilen ausgeführt. Und als Beispiel habe ich hier einfach mal den Kalender genommen. Der kann eingefügt werden in eine HTML-Seite mittels x-kalender, Tag geöffnet und dann einfach Tag wieder schließen mit Schrägstrich x-kalender. Und bei mir läuft der Apache-Server, also brauche ich nur noch eingeben localhost und dann wird die Seite index.html geladen. Und das ist dann das Ergebnis, ein Kalender. Aber es gibt noch weitere Komponenten, interessante Komponenten, wie zum Beispiel die Flipbox oder Slider, Layout und so weiter. Einfach mal hier auf den Link Dokumentation und Demos klicken und dann sich die ganzen Zeilen durchlesen, oder beziehungsweise sich die Demos anschauen. Das war User Paul von Open Screencast. Ciao und viel Glück!